Sandro Jenal, also das erste Rennen kommt immer näher. Am Sonntag ist es soweit, gerade zum Einsteigen. Was muss passieren am Sonntag, dass ihr nachher ins Auto einsteigt am Abend und sagt, mal, das war ein guter Renntag? Ja, mein Ziel ist sicher in 30 fahren. Das ist das Ziel im zweiten Lauf gekommen und das ist, dann bin ich gut zufrieden. Ihr habt ja in der Vorbereitung nicht hier auf dem Hang trainiert. Es hat Mannschaften gegeben, die sind da gesehen. Ihr habt auf der Giavolezza trainiert. Ist das ein grosser Nachteil? Was denkt ihr? Nein, ich denke nicht. Wir haben auf der Giavolezza ein super Verhältnis gehabt. Wir haben dort zwei Tage gut können trainieren. Und für mich persönlich, ich kenne den Hang schon ein bisschen. Ich bin da zweimal schon gefahren. Und von dem her denke ich, ist es nicht kein grosser Nachteil. Trainer können die Qualifikation von Swiss Ski in der internen Quali müssen durchsetzen. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil, dass ihr schon so eine Art im Rennmodus sind? Die anderen haben sich nie müssen qualifizieren, die sind einfach aufgestellt in kleineren Teams. Ja, Rennmodus würde ich jetzt nicht sagen, aber ist halt schon ein bisschen anders als ein normales Training, oder? Muss man schon Vollgas geben und nicht bis abwarten. Rennmodus würde ich nicht sagen, ist sicher kein Nachteil gewesen. Ihr kennt eben Charakteristiken auch ein bisschen von diesem Hang. Jetzt kommt es wahrscheinlich einfach sehr auf die Präparierung drauf an, oder? Wie die Präparierung von der Piste ist. Der Hang selber, der hat sich nicht gross verändert. Es gibt ein Steilstück und am Schluss einen ziemlich flachen Schlussteil. Viel mehr gibt es auch dazu nicht zu sagen. Nein, man ist sicher wichtig, dass man in den Steilhang den Schwung, das Tempo kann mitnehmen kann über das Flachstück, weil das zieht sich dann ziemlich lang bis ins Ziel, aber ja, bis der Präparierung werden uns dann Trainer instruieren, wie das oben aussieht. Prima, dann wünschen wir euch ein gutes und ein erfolgreiches Rennen, dass ihr eben ins Auto einsteigen könnt und mit euch selber zufrieden seid. Merci, Sandro Jenal. Merci.